Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Beitrag. Wie angekündigt, die BR01 von Bluebrix, hier kommt sie angefahren. Sie fährt endlich relativ gut. Hat mir ein bisschen Nerven gekostet, um sie so weit zu bekommen. Jetzt schauen wir erstmal, wie sie fährt eine Runde und dann erkläre ich euch ein bisschen was dazu. Also sie funktioniert so ganz gut. Ich habe jetzt momentan allerdings den von der B um sie fahren lassen, weil ich nicht oder weil ich keine zwei Motoren und keine Powered-Up-Box übrig hatte. Und ich wollte jetzt nicht extra den Waggon oder halt den Kohlewagen umbauen. Ja, wie ihr seht, sie fährt ganz gut mit diesen zwei roten Waggons, die ich hingehängt habe. Geht um den Berg rum, läuft mittlerweile um die Kurven. Und da hinten will ich jetzt schon mal anhalten. Und dann gibt es jetzt ein paar Einzelheiten dazu, was ich jetzt gebaut habe und was ich geändert habe an der ganzen Lok, um das Ganze hier so zum Fahren zu bringen. Und dann bleiben wir jetzt gleich schon hier stehen an der Kurve. Ja, die erste Fahrt auf meiner Strecke hat so ausgeschaut, die ging in die Richtung Berg hinten, Bahnhof bin ich losgefahren, ging durch einen Tunnel und hinten bergauf hat sie schon mal die ersten Räder verloren, die Lok, und zwar die Vorderräder. Ja, die ganzen Sachen eingesammelt, das Ganze umgebaut, neu gestartet. Zweite Fahrt ging jetzt auch wieder im Bahnhof los, hier um die Strecke rum. Berg rauf und dann ist sie hier oben in den Kurven aus der Schiene rausgesprungen. Dann habe ich wieder probiert und gestern habe ich dann auch noch mal eine Runde komplett geschafft. Dann ist sie an der Weiche hinten oben vor dem zweiten Bahnhof, Bluebrix Weiche, ist sie auch aus der Bahn rausgesprungen. Dann wollte ich eigentlich gestern schon das Video machen, dann hatte ich aber keine Lust mehr. Jetzt habe ich sie über Nacht stehen lassen. Heute hat sie es tatsächlich geschafft, etliche Runden über die Bahnstrecke zu fahren. Habe ich mich sehr gefreut. Scheinbar funktioniert es jetzt, das Ganze. Was habe ich aber gemacht, um das Ganze zu ändern? Und woran liegt es, dass die Lok aus der Kurve rausfällt? Also, ich habe festgestellt, bei den alten 9-Volt-Schienen sind diese Abstände hier, kann man da nicht gepasst, diese Abstände und die Übergänge nicht ganz sauber. Bei manchen funktioniert es und bei manchen Weichen oder Schienen funktioniert es nicht. Und wenn man jetzt auf die Räder die großen Gummis drauf macht, die jetzt hier nicht dran sind, die großen Gummis, wie sie hier bei der BR08 zu sehen sind, gehen wir mal ein bisschen näher hin, so wie sie bei der BR08 zu sehen, die Originalgummis, die dabei sind, wenn die auf der BR01 sind, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen der Radkombination, wegen der Aufhängung, wie auch immer, ist es so, dass der Gummi so breit ist, dass er, wenn er dann über so einen Hügel drüber fährt, ich schiebe die mal von hin, müsste jetzt eigentlich auf der anderen Seite, dann, wenn die drüber fährt, die Gummis rüberspringen und dann ist die Lok herausen. Also bin ich hergegangen und habe probiert und habe die Gummis, die auf den kleinen Rädern drauf sind, auf die großen drauf gemacht. Ist zwar ein bisschen grenzwertig, aber funktioniert. So habe ich auch meine BR65 zum Laufen bekommen, durch die anderen Gummis. Und das war an und für sich der einzige Knackpunkt, warum das Ganze nicht so gefahren ist, wie ich mir das wünsche oder wie sie fahren soll. Und ja, ich kann es auch nicht erklären. Wie gesagt, bei der BR08 läuft das Ganze super mit den großen Gummis. Bei der BR65 hat es dann geklappt. Und bei der BR01 habe ich sehr lang überlegt. Ich habe da andere Gummis drauf. Ich habe die kleinen Gummis geändert. Ich bin dann auch hergegangen und habe die Achsen angepasst. Und zwar habe ich die langen Achsen, die eigentlich hinten am Tender sein sollen. Das heißt, das ist jetzt der Tender ist dann der richtige. Ich will den mal nach hinten schieben. Also an und für sich eigentlich, ja, ist ja das da hier der richtige Tender. Und dann habe ich hier die kurzen Achsen verbaut.
Man sieht es, hier schaut es hier raus, da sind die kurzen Anglin und die können dann ja die Räder nicht runterfallen durch das Gestänge und dann läuft das Ganze besser. Weil die Vorderräder, wie gesagt, sind bei meiner ersten Fahrt auch runtergefallen und ich weiß auch nicht, warum Bluebrix einfach nicht überall grundsätzlich diese langen Achsen verbaut. Würde es Sinn machen. Na? Ja, was habe ich noch geändert? Ich habe, wie ihr auch seht, hier schwarze O-Ringe drauf. Habe ich auch auf dem Motor oder auf den motorisierten Rädern drauf, diese schwarzen O-Ringe. Ich habe einen Beitrag entdeckt, da werde ich einen Link unten reinsetzen von jemandem, der hat es gut erklärt, weil mit diesen O-Ringen die Bodenhaftung größer wird zur Lok und sie fährt tatsächlich gleichmäßiger und schöner, wenn man dann mehrere Waggons hinhängen will, die Räder drehen nicht mehr durch. Was ja auch immer ein bisschen ein Problem ist, dass die ganzen Zugräder nicht so fahren, wie wir uns das oder die Züge nicht so fahren, wie wir uns das wünschen, besonders wenn man bergauf fährt, dass dann die Bodenhaftung fehlt und das Ganze dann nicht mehr so gut läuft. Was gibt es noch zu sagen? Ja, an sich ist das ganze Modell als Standmodell eine super Lok. So, Entschuldigung für die Kameraführung. Ja, ist eine super Lok, wenn man die anschaut. Es gibt erst einmal als Vitrinenmodell wirklich wieder eine klare Kaufempfehlung für das Ganze. Sie schaut gut aus, sie lässt sich schön bauen, ist jetzt nicht irgendwie erst das ganze Zeug übermäßig auseinanderfällt oder so. Ich hatte da bei meiner Lok überhaupt keine großen Probleme. Wie gesagt, das Einzige war eben beim Fahrbetrieb, wie schon erwähnt, was nicht so toll war. Aber das kann man ja, oder wenn ihr das so baut wie bei mir, dann könnt ihr ja das vermeiden. Wobei auch das mit den Achsen eigentlich bekannt ist. Ne? Ich habe es halt probiert, ohne von vornherein die Achsen so zu setzen, wie sie jetzt drin sind. Es ist recht detailgetreu und ja, so gibt es an und für sich nicht weil mehr dazu zu sagen von mir. Kaufempfehlung, wie gesagt, als reine Standmodell, wenn man fahren möchte, eben ein bisschen umbauen, ein bisschen beim Abbauen aufpassen. Das mit den Rädern, den Link setze ich rein. Und der hat auch noch was anderes erwähnt. Er tut zum Beispiel auch Kugellager für die normalen Achsen mit verbauen, für die normalen Lego-Achsen oder Bluebrix-Achsen. Dann kann man auch relativ viele Waggons hintereinander ziehen. Das werde ich irgendwann auch mal umsetzen und probieren. Schaut es euch an. Wie gesagt, den Link setze ich unten rein. Viel mehr habe ich jetzt nicht zu sagen zur Lok. Es ja, gibt genug, die auch dann mal eben eine Baubeschreibung noch mal ein bisschen detaillierter machen. Gibt es ja einige hier. Mir geht es immer darum, dass die Lok gut fährt. Gerade wenn man jetzt so eine Anlage hat wie ich mit unterschiedlichen Schienen, mit den neuen Voltschienen, mit den alten und dann eben Sachen von Tricks und die ja, normalen Lego-Schienen, dass das Ganze dann läuft. Wenn es euch geholfen hat und wenn es euch gefallen hat, die Infos, gebt mir ein Like, schreibt einen Kommentar, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, gebt mir ein Abo, dann könnt ihr auch künftig die neuen Folgen sehen und verpasst nichts. Das war's dann schon für heute. Bleibt gesund, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.